So, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal. Ich modelliere heute einen Raum im Blender. Und zwar im Y2K-Design, also so 2000er Jahre So, Design. Herzlich willkommen zu einem weiteren kurz den Sound Livestream. testen. Okay, klingt gut. Okay, perfekt. Dann fange ich direkt an, würde ich sagen. Einen Moment. Überprüfe noch ganz kurz den Stream, ob alles läuft. Okay, perfekt. Genau, dann fange ich einfach mal an. Und zwar zuerst. Ah, genau, ich mache die Screencast Keys an, dass man sehen kann, was ich mache. Wo sind sie? Hier. Okay. Warum gehen die nicht? Ah, jetzt geht's. Ich muss erst eine Taste drücken irgendwie. Okay, perfekt. Gut, dann gehe ich zuerst in Edit Mode. Jetzt hat jemand den Stream geliked. Vielen Dank. Servus, was geht, was geht? Genau, ich gehe in Edit Mode und lösche erstmal die drei Faces hier. Und jetzt mache ich hier einen Solidify Modifier drauf, dass die Wände ein bisschen dick sind sozusagen. Aber ich mache das nach außen. Also so minus 0, 0, minus 0,06 vielleicht. Ja, ein bisschen mehr. Also, so lasse ich es erstmal. Okay. Ich glaube, zuerst mache ich ein Bett tatsächlich. Und genau, dafür nehme ich auch meinen Würfel. Mache den ein bisschen kleiner. Die Frage ist, wo ich es hinstelle. Ich mache es erstmal einfach hier so an die Wand. So, bisschen flacher noch das Ganze. Und nach unten. Und ein bisschen länglicher. Okay. Ja, okay, ist immer noch viel zu hoch. Ja, so vielleicht. Okay, perfekt. Dann mache ich hier mal einen Subsurf-Modifier drauf, dass es nicht so eckig ist. Und stelle ihn ein bisschen höher. So, und jetzt arbeite ich mit Loop Cuts. Also, so mache ich mal welche hin. Und jetzt noch hochkant. Ups, ich wollte zwei machen. So. Okay, perfekt. Okay, hier ans Ende mache ich so eine Lehne dran. Dafür mache ich noch einen Loop Cut. Das sind nämlich die Faces und Extrude. Ja, okay. Sieht jetzt erstmal komisch aus. Aber ich mache dann hier Loop Cuts hin. So. Und ups. So. Oh, es hat noch jemand geliked, vielen Dank. Ja, korrekt. Genau, ich hoffe, dass man mich gut hört und so. Aber das sollte eigentlich passen. Okay, jetzt mache ich hier oben noch einen Loopcut hin. Und genau, ich will, dass hier drin so das aussieht wie so gepolstert, also da sollen so Löcher drin sein, deswegen
subdivide ich das Ganze mal. Die Frage ist, wie oft? Ja, ich glaube so erstmal. Jetzt insert. Ja, okay, das sieht jetzt natürlich nicht so nice aus. Egal, ich probiere mal kurz. Wenn ich jetzt Shade Smooth mache. Ja gut, da unten sieht es nicht so nice aus. Okay, wie mache ich das? Okay, nee, das mache ich. Leo, Servus, hi, wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut und dir? Ich bin ein bisschen müde. Mein Schlafrhythmus ist komplett am Arsch. Aber ansonsten passt schon. Genau, ich habe relativ viel zu tun. Also das Zimmer hier ist so ein Auftrag. Also ich mache jetzt ein bisschen Freelancing. Genau. Ah, drei Zuschauer. Willkommen, Servus. Wie geht's euch so? Ich hoffe gut. Okay, was wollte ich machen? Genau, ich mache das jetzt mal rückgängig, weil das sah nicht gut aus. Das muss ich irgendwie anders machen. Ich mache mal hier noch einen Loopcut hin. Und oben mache ich auch noch einen hin. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen kann. Ach so, ich bin ja völlig lost. Hier muss noch einer hin, auf jeden Fall. So, vielleicht. Und hier vielleicht noch zwei. Mir geht's auch gut. Okay, perfekt. Das freut mich auf jeden Fall. Das ist doch gut. So. Und wenn ich jetzt das inserte. Ah, okay, jetzt sieht es nicht mehr komplett scheiße aus. Das ist nice. Genau, ich habe die beides erst wieder. So oft. Und jetzt drücke ich zweimal I. So. Und. Ich probiere mal. Ah. Ja, doch, das sieht eigentlich mehr aus, wie ich wollte, wenn ich es extrude. Oder? Vielleicht ein bisschen weniger. Nee. Ich glaube, ich mache es doch so. Ja, ich mache es so und extrude es dann noch ein bisschen. Ja, okay, ich lasse es jetzt erstmal so. Yeet, moin, Servus, was geht? Wie geht's? Wie geht's? Genau, jetzt brauchen wir eine Matratze. Ganz wichtig. Sonst ist das Bett ein bisschen unpraktisch. Okay, dafür nehme ich einfach nochmal einen Würfel. Und mach den ungefähr in die Form. Nee, das ist zu lang. So. Ups, das ist ja gar nicht mittig. So, jetzt runterscalen. Ja, die Matratze ist quasi so ein bisschen im Bett drin, würde ich sagen. Ja, okay. Jetzt mache ich hier auch einen Subsurf drauf mit Steuerung 3. Das ist ein nützlicher Shortcut. Dann hat es drei Subdivisions. So. Was war denn der Auftrag? Also machst du nur ein Isometric Room oder hat sich der Auftraggeber explizit gewünscht? Genau, nee, das war relativ explizit. Also der Auftrag ist, ein Y2K Isometric Room zu erstellen. Also das ist so 2000er Style. Dafür steht Y2K, also wusste ich vorher auch nicht, musste ich auch googeln. Ausdruck kann ich nicht. Also das ist so. Ja, so pink alles und so Hello Kitty mäßig und so LED und Neonzeug und so ein bisschen Regenbogenfarbe. So Sachen sollen da rein. Und ich habe so Referenzbilder dafür bekommen. Die kann man jetzt im Stream nicht sehen. Aber genau, so war der Auftrag. So, jetzt mache ich hier Loopcuts rein.
für die Matratze. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen unnötig, weil ich eh eine Decke drüber mache. Aber egal. Okay, dann mache ich jetzt mal eine Decke. Hierfür mache ich den Origin zu selected. Den Cursor meine ich. So. Dass das alles schön mittig ist. Ah, cool. Ja, du sagst es. Ist ganz chillig. So. Für die Decke nehme ich jetzt. Ah, wie mache ich das? Ich probiere es mal kurz mit dem Würfel. Unter Cloth Simulation. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Vielleicht brauche ich eine Plane. So. Ups, bisschen zu groß. Ist auf jeden Fall breiter. So, zack. Okay. Jetzt apply ich die Scale oder alle Transforms und mach da mal Cloth Simulation drauf. Nee, kein Modifier. Cloth. So. Das hier add ich als Collision. Das hier auch. So. Jetzt spiele ich es mal ab. Okay. Bleibt einfach liegen. Ja, wir haben noch keinen Subsurf Modifier drauf. Das brauchen wir aber. Sonst klappt das nicht. Genau. Ups. So, ich mache mal auf 3. Und auf Simple. Jetzt mache ich nochmal Play. Okay, warum geht das nicht? Ich mach's mal höher. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich eine Cloth Simulation, also halt mit Self-Collision und so, mache, dann klappt das manchmal und manchmal nicht. Ja, also Cloth Simulations, das check ich auch nicht so gut irgendwie. Also allgemein Simulations in Blender ein bisschen random manchmal, habe ich das Gefühl. Wie lange arbeitest du schon mit Blender? Das ist eine gute Frage. Also so richtig aktiv jetzt vielleicht so seit 1,5 Jahren oder so. Und davor habe ich es auch schon benutzt. Also ich habe es, glaube ich, so 2015 oder so das erste Mal benutzt, so in der Schule ein bisschen. Da hatten wir so einen Kurs. Und dann so, ja, ein paar Jahre habe ich es eigentlich auch gar nicht benutzt. Dann immer mal wieder. Und genau jetzt seit 1,5 Jahren ziemlich aktiv. Fast täglich. Genau. Und du? Wie lange arbeitest du schon mit Blender? So. Okay, ich schau mal kurz in die Physics Properties, was hier los ist. Das checke ich irgendwie nicht. Ja, ich glaube, ich mache das auch ein bisschen falsch. Ich sollte nicht mit einem Cube einfach anfangen. Ach so, vielleicht sollte ich ihn auch vorher mal subdividen. Also ich mache das einfach mal. Okay, das geht dann. Nee, das irgendwie. So. Okay, jetzt muss ich nochmal die Settings ein bisschen angucken. Was war das nochmal alles? Tension. Okay. Ah, genau, bei Pressure, dann geht es so auf wie ein Kissen, glaube ich. Okay, ich subdivide jetzt nochmal. Okay. Ja,
mache ich später. Ich lasse es, glaube ich, erstmal so. Seit circa einem Jahr, aber manchmal habe ich Monate nicht damit gearbeitet und manchmal wieder ein paar Wochen jeden Tag für ein paar Stunden. Oh, stabil. Aber habe momentan keine Motivation, damit zu arbeiten. Ja, das fühle ich. Das kenne ich auf jeden Fall. Das schwankt manchmal auf jeden Fall. Ja, ich habe auch nicht. Ja, ich habe auch oft nicht Motivation. Also, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war, dass ich so mir gesagt habe: Okay, jeden Tag mache ich mindestens eine Stunde irgendwas mit Blender, dass ich so ein bisschen einen Rhythmus reinbekomme. Ja, dann habe ich das eigentlich relativ gut durchgezogen. Einige Monate. Also egal, ob ich so Lust oder Motivation hatte, weil ich mir halt einfach so ein bisschen längerfristige Ziele gesetzt habe. Genau. Ich würde noch ein paar Mal Subdivision machen. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ja, die Decke sieht gar nicht gut aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich mach mal kurz ein Kissen. Wie mache ich das nochmal? Ich fange mal kurz mit dem Plane an. Und ja, genau. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Subdivide das Plane. Und jetzt extrude ich das Ganze, damit ich am Rand nicht so richtig viele Subdivisions habe, weil das will ich, glaube ich, nicht. Jetzt select ich Sharp Edges. So, das müsste ich ja eigentlich können. Ich habe mal ein Tutorial auf TikTok gemacht. SZ0. So. Okay. Achso, ups, ich hatte Auto-Merge nicht an. Ganz wichtig, sonst haben wir doppelte Vertices. Okay, perfekt. Scale applyen. Jetzt mache ich hoppla, auf den ersten Frame gehen. Oh, das heile ich mal kurz. So. Ja, und Subsurf mache ich, glaube ich, auch noch drauf. Vielleicht zwei erstmal. Simpel. So. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall Pressure für das Kissen, glaube ich. Okay, ich mache mal Play. Okay, da fehlen auf jeden Fall ein paar Settings. Achso, Pressure ist auf 0, ja moin. Ich mach mal auf 5. Ah, da ist schon kurz. Ja. Oh, hey, und am Ende geht es dann wieder weg. Okay. Das check ich jetzt nicht so ganz. Komisch, komisch. Okay. Und Yeet, hast du irgendwelche so Spezialgebiete im Blender? Fokussierst du dich auf irgendwas oder machst du auch einfach so generell? Also ich mache ja eher so generell, ich probiere einfach viel rum. Ich weiß irgendwie nicht, was ich machen will. Okay, ich nehme jetzt einfach einen von den ersten Frames. Ja, der sieht eigentlich ganz okay aus. Muss ich vielleicht den Subsurf vor die Cloud Simulation machen? Ah. Ah, okay. Der muss davor. Sonst ist es so richtig kantig. Muss Pressure noch anmachen, glaube ich. Ja, Pressure habe ich ja. Also beim Kissen an. Oder hast du das davor geschrieben? Der aller echte Dummy HD. Nicer Name, by the way. Moin, wie weit bist du schon? Ich bin noch nicht so weit. Ich mache gerade das Bett und ich habe ansonsten quasi nur die Wände. Genau. Ich streame auch noch nicht ganz so lang, aber ich bin auch nicht wirklich schnell. Ich glaube, ich bin allgemein nicht so schnell im Blender. Ah, 5 Viewer. Servus, willkommen. Wie geht's euch so? Ich hoffe, gut. Jogdet schreibt, ich bin neu, hab gestern abonniert.
Oh, vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Das freut mich immer. Genau. Nee, also ich bin noch nicht ganz so weit. Und ich kann auch. Also es ist voll schwierig, so gleichzeitig zu modellieren und Chat zu lesen irgendwie. Schwerer als ich gedacht hätte. Auf jeden Fall. Yeet schreibt, Isometric Rooms haben auch schon über Insta geschrieben und habt dir schon ein Bild geschickt von meinem aktuellen Projekt. Weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Warte, wie heißt du auf Insta? Also es haben mir ein paar Leute mal ihren Raum geschickt. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, aber ich weiß gerade nicht, welcher du bist. Heißt du da auch Heat? Also an Heat kann ich mich, glaube ich, nicht so erinnern. Oha, es haben 9 Leute den Stream geliked. Vielen Dank. Übel korrekt. So, jetzt mache ich mal ganz kurz bei dem Kissen weiter, sonst komme ich hier gar nicht voran. Nee, aber nee, ich kann mich nicht erinnern. Also an Heat kann ich mich gerade nicht erinnern. Aber ja, allgemein Namen vergesse ich immer. Oha! Der allerechte Dummy HD hat abonniert. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Sehr korrekt. Sehr korrekt. Ah, und so als erstmal, dass ich einen Alert im Stream bekommen habe. Voll satisfying. Der Ton. Okay. Also irgendwas stimmt hier mit den Settings gar nicht. Ich mach mal Pressure höher, vielleicht auf 10. Dann. Okay, das ist schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das Gewicht stimmt halt auch gar nicht vom Kissen. 0,3 Kilo. Nee. Oder? Ist das zu? Ich mach mal 1 Kilo. Ich weiß nicht, ob das schwer ist für ein Kissen. Okay, das ändert irgendwie gar nichts. Louis.px. Ja, doch, doch, doch. Doch, glaube ich, erinnern. Warte, ich schau mal auch ganz kurz auf Insta. Hey, was geht? Schreibt Hallo. Ihr habt alle so wilde Namen. Servus, was geht? Was geht? Wie geht's? Wie steht's? Hoffe, euch geht's gut. War ein Raum mit einer Steinmauer und so. Und da habe ich mich noch so aufgeregt, dass ich die Beleuchtung noch nicht hinkriege. Ja, da war irgendwas mit der Beleuchtung, stimmt. Ich schau mal kurz auf Insta. Nochmal kurz, ob ich das gerade auf die Schnelle sehe. Ja, dort auf der sehe ich's. Ja, Louis BX. Ja, stimmt. Ja, das sah schon ganz nice aus. Ja, die Beleuchtung. Du hattest da einfach so ein Licht, einfach nur von draußen quasi. Das ist natürlich eine interessante Stimmung, aber man sieht dann nicht so viel im Zimmer auf jeden Fall. Hey, was geht? Schreibt. Ich finde, du bist ein sehr sympathischer TikToker. Ich bin gerade von TikTok gekommen. Danke, danke. Voll korrekt. Ich will nett von dir. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall. Joke Dad schreibt. Was machst du beruflich oder möchtest du das nicht sagen? Doch, klar kann ich sagen. Also. Ich bin noch nicht so richtig im Berufsleben, also ich bin Student. Ich studiere Mediengestaltung. Und genau nebenbei mache ich halt so ein bisschen 3D-Freelancing. Genau. Und ja, aber so Berufe, also wirklich arbeiten tue ich noch nicht. Also, wie kriege ich das denn weiter aufgepumpt? Muss die Pressure so hoch machen? Also ich bin echt lost bei Klaus. Ah, das war actually gar nicht so schlecht. Ja, den Frame nehme ich jetzt einfach. Ganz dreist. Shade Smooth. Jetzt apply ich das Ganze. Steuerung A. Und schon haben wir ein Kissen. Ging ja richtig schnell, Kappa. Hast du vor, dich zu zeigen und wie alt bist du? Und deine Stimme ist voll beruhigend. Oha, du bist übel nett. Ja, ich habe vor, mich zu zeigen, bald. Ja, ich habe auch schon theoretisch eine Webcam irgendwo ready. Die habe ich aus. Die liegt irgendwo rum, glaube ich. Aber das könnte ich eigentlich auch mal ganz kurz ausprobieren.
Ja, okay, man sieht gar nichts. Siri ist auf den Boden gerichtet. Genau. Nee, aber ja, ich hab vor, mich zu zeigen. Ich hab, ja, ich denke so in den nächsten Wochen mach ich's mal. Also eigentlich habe ich da generell Bock drauf. Ja, übel korrekt. Seine Stimme ist voll beruhigend, scheiße. Ja, sowas freut mich immer voll. He schreibt, hatte halt nur das Standardlicht, aber gucken mir gleich dein letztes Tutorial nochmal an und gucken mir dann nochmal den Beleuchtungspart an. Ja, das könntest du machen. Das ist, ja, also die Beleuchtung, die ich da zeige, das ist eigentlich so eine Standardbeleuchtung für Isometric Rooms, die finde ich ganz chillig, kann man eigentlich immer machen. Genau, ich mache mal ganz kurz das Kissen. Bisschen dicker noch. Ich mache mal kurz noch ein Subsurf drauf. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Dodge oder Doge schreibt: Hi, Servus, was geht, was geht? Wie geht's? Komm vom Dorfbewohner-Video. Ah, von TikTok wahrscheinlich. Vielleicht auch von YouTube, da habe ich es auch hochgeladen. Servus. Jogtips. Ah, Doge hat abonniert. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Sehr korrekt. Jogtips schreibt: Aha, und mein Name setzt sich aus Jürgen und Detlef zusammen. Die Hintergrundstory ist ein wenig verwirrend. Das glaube ich, das hört sich auch bisschen verwirrend an, tatsächlich irgendwie. Also, Jürgen und Detlef, ich denke mal, dass das nicht deine echten Namen sind. Und wenn doch, ist natürlich interessante Namen auf jeden Fall. Aber ja, ich verstehe nicht ganz, warum dann Jo am Anfang vom Name, weil Jürgen wäre eigentlich Jü, aber na, keine Ahnung. Laurenz Fulde, moin. Servus, was geht, was geht? Wie geht's? Wie geht's so? Ich hoffe, gut. So, jetzt habe ich hier das Kissen fertig. Jetzt brauche ich. Ja, ich probiere jetzt. Ey, warte mal. Ach so, eine Decke hatte ich ja schon. Die habe ich nur versteckt, weil sie einfach hässlich war. So. Super, Furzer. Servus, hi. Nicer Name. Was geht, was geht? Wie geht's so? Okay. Die Decke, die sieht echt gar nicht gut aus. Warum sieht die so schlecht aus? Okay, ich mach die Decke. Ups, scheiße. Oh, nee. Die Decke verstecke ich. Die probiere ich jetzt nochmal neu. Die probiere ich auf jeden Fall nochmal neu. Ich fange einfach mit einer Plane mal an. So. Und ein bisschen nach oben, dass die gleich runterfallen kann. Was wollte ich machen? Achso, nee. Ich wollte Cloth drauf machen. Perfekt. Man sollte auf Frame 1 sein. Und Scale immer applyen. Ups. Ich habe natürlich noch gar keinen. Gar nicht subdivided. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. So, haben wir auf Katz 10. Zack. Nee, das sind nicht meine echten Namen. Und wegen dem Jog Stadieur, das hat sich irgendwie so entwickelt. Okay. Das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung von einem Namen. Kann man auf jeden Fall machen. Wie hast du gelernt, mit Blender zu modellieren, wenn man das so nennt? Ja, das kann man so nennen. Also Modellieren ist theoretisch nur so ein Teil. Also genau, Modellieren nennt man halt das, was ich jetzt gerade mache. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Genau, also ich habe es zum ersten Mal in der Schule ein bisschen gelernt. Wir hatten da so einen Blender-Kurs, so eine Woche oder so, von so älteren Schülern. So 2015 oder so war das. Da war noch das alte Blender, also das alte Interface vor Version 2.8. Junge, Junge, das war so anstrengend und war einfach hässlich. Das alte Interface,
Oh, zum Glück wurde das neu gemacht. Aber genau da habe ich halt zum ersten Mal so das bisschen gelernt. Und ansonsten halt YouTube und so. Also die Blender-Community ist so nice. Es gibt auf YouTube so viele gute Tutorials. Also Blender-Guru ist mega stark. Zum Beispiel, oder CG Geek habe ich auch öfters geschaut oder schaue ich öfter. Genau, ja gut, ich mache selber auch ein paar Tutorials. Aber ich bin jetzt natürlich noch nicht auf professionellem Level. Aber die Blender-Community auf YouTube ist mega gut. Also besser als bei anderen 3D-Programmen. Also ich würde sagen, am besten von allen, weil es halt kostenlos ist. Das kann sich halt jeder holen. Also Maya oder Houdini gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, deutlich weniger Tutorials. Skeletti Strong. Hey, ich weiß gar nicht, ob ich schon zurück hey gesagt habe. Servus. Was geht? Was geht? Wie geht's? Boah, das alte Interface war so grausam. Ja, du sagst es, Heat. Das war wirklich grausam. Also das war. Ah. Perfekt, jetzt funktioniert die Decke ein bisschen. Ja, das alte Interface, das war nix. Das war nix. Jogtet, muss jetzt leider los, hab morgen Schule. Oh, alles klar. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Aber viel Spaß dir in der Schule auf jeden Fall. Genau, man sieht sich. So, die Decke. Jetzt. Genau, ich mach mal einen Subsurf noch drauf. Mach den vor die Cloud Simulation. Ups, das sieht gar nicht gut aus. So. Okay, ich füge. Oh Mann, das sieht immer so komisch aus, wenn man das nicht auf Frame 1 hat. Ich finde, was du machst, voll gut. So, ich finde die Videos von TikTok, wo du den Minecraft-Blocking realistisch machst, gut, wolltest du wahrscheinlich schreiben. Ja, danke. Vielen Dank. Voll korrekt. Ja, ich gebe mein Bestes. Genau, ich mache ja meistens so Sachen, die die Leute kommentieren. Und dann versuche ich das einfach irgendwie, irgendwas Interessantes draus zu machen. So, jetzt füge ich kurz das Kissen als, was soll ich machen, als Collision. Dass die Decke nicht durchs Kissen durchgeht. Ja, okay. Okay, bisschen weiter noch. Zack. Ja, okay. Ich mach mal Shade Smooth. Ups. Bei der Decke wollte ich das machen. So. Jetzt ist die Decke natürlich nur ein Plane. Ich probiere mal kurz. Wie mache ich das? Oh, ich muss mal speichern. Ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Das ist immer am belastetsten, wenn man ewig nicht speichert, dann Blender abstürzt, was es ja das andere, ein oder andere Mal macht. Genau. Jetzt apply ich kurz die Modifier von der Decke und mache einen Solidify Modifier drauf. So. Ja, okay, das sieht jetzt natürlich noch nicht so nice aus. Das ändere ich gleich. Okay, das war vielleicht auch ein bisschen zu dick. Ich isoliere das mal kurz. Das ist ein bisschen mehr Check. Ah, okay. Bisschen mehr vielleicht. So. Lil Parker hat abonniert. Vielen Dank. Danke für den Support. Hey, was geht? Er hat noch geschrieben, spielst du Minecraft oder spielst du andere Videogames? Das ist eine gute Frage. Minecraft spiele ich nicht so wirklich momentan, also manchmal so zum Aufnehmen für meine Videos. Geilo Milo, hi, servus, was geht? Wie geht's, wie steht's? Genau, ich spiele, ja, ich zock ein bisschen andere Games, also momentan nicht so viel, weil ich habe relativ viel zu tun. Aber ich zocke manchmal Warzone zum Beispiel. Ich füge mal ganz kurz hier ein Subdivision noch rein. Ja, jetzt sieht es schon deutlich besser aus. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt für die Decke. Genau.
Warzone manchmal, ganz manchmal Valorant und League of Legends. Habe ich jetzt länger nicht mehr. Hat sich irgendwie nicht mehr so ergeben. Ich habe auch überlegt, oh, ob ich mal ein bisschen im Stream Sachen zocke. Ach so, genau. Ich zocke auch Gods Unchained. Das kennt wahrscheinlich keiner. Also das habe ich auch letzte Woche gestreamt. Und das ist halt so ein NFT-Spiel, also Blockchain-Game. Falls euch NFTs was sagen, also da habe ich ja auch manchmal schon Videos drüber gemacht. Also es steht für Non-Fungible Token. Und Gods Unchained ist eben so ein Kartenspiel, wo man halt NFTs verdienen kann und das, also man kann damit dann halt auch echt Geld verdienen und das ist halt übelst das nice Konzept. Das feiere ich sehr. NFT-Games, also ich denke auch, dass es in Zukunft sich sehr verbreiten wird und die Gaming-Branche so ein bisschen verändern wird, weil es einfach das sinnvollere Modell ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in Fortnite sich einen Skin kauft, dann gibst du einfach Epic Games das Geld und hast einen Skin in Anführungszeichen, aber er gehört halt nicht wirklich dir. Weil Epic Games kann theoretisch jederzeit deinen Account sperren und du hast nichts in der Hand, du kannst nichts machen. Also du gibst Geld für was aus und es gehört dir nicht wirklich. Und wenn Skin halt ein NFT wäre, dann würde es halt wirklich einem selber gehören. Man könnte es auch wieder verkaufen. Und das feiere ich einfach sehr, das Prinzip. Hallo, der Villager schaut wirklich awesome aus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Versuch's sonst die Decke vom Kissen zu legen, oder? Oder machst du solche Feinheiten später? Die Decke vom, ups, vom Kissen zu legen. Meinst du quasi so davor? Oder meinst du das Kissen da drüber? Ja, sowas mache ich glaube ich später. Ich komme echt nicht so schnell voran irgendwie, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wie alt bist du? Ich bin 22. Und wie alt bist du? Doch, ich kenne es. Ah. Du kennst es. Okay, krass. Nicht schlecht. Eileen Westover, wie geht es Ihnen? Du. Du kannst ruhig du sagen. Warte, bist du von TikTok? Warte, der Name sagt mir was. Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Genau, also ich bin ein bisschen müde heute. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich war gestern Abend auch noch ein bisschen feiern in der Stadt. Genau, aber sonst ist okay, passt schon. Lydia Babagal, gerade dein Video gesehen. Nice, nice, das freut mich. Ich denke mal, du meinst auf TikTok. Oder vielleicht meinst du auf YouTube. Keine Ahnung. Aber auf TikTok sehen es, glaube ich, mehr. So, was wollte ich denn jetzt machen? Oh, upsala. Also, okay, ich mache jetzt eine Lavalampe, brauche ich auf jeden Fall. Deswegen mache ich die jetzt auch mal kurz. Die sollte eigentlich sehr simpel sein. Dafür nehme ich einen Zylinder. Und mein kleiner Eileen, okay, du bist es. Ah ja, nice, nice. Ja, korrekt, dass du im Stream vorbeischaust. Eileen Uwo, 143. Okay, nice. DJ Octario, hi, servus, was geht? Wie geht's? Lydia schreibt morgen Montag. Du, ja. Du sagst es, das ist natürlich Krise. Aber in meinem Fall macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Also ich habe Semesterferien. Und deswegen, also keine Ahnung, ich finde Montag eigentlich gar nicht anders als andere Tage, muss ich sagen. So, jetzt mache ich mal kurz hier die Lavalampe. Also auch wenn ich Studium habe, ich keine Ahnung, also mir macht mein Studium halt so halbwegs Spaß. Und das ist eigentlich ganz chillig, weil dann finde ich Montag eigentlich gar nicht schlimmer als andere Tage. So.
So sieht eine Lavalampe aus. Also ich habe hier Referenzbilder, die kann man halt im Stream nicht sehen. Ja, genau, dass die Decke eben davor liegt, so umgeklappt, wenn du weißt, was ich meine. Ah, ja, stimmt. So umgeklappt, das wäre eine Idee. Das ist sogar in meinem Referenzbild auch so. Die Frage ist, wie ich das jetzt noch umklappe, dass es nice aussieht. Ja, egal, also das mache ich später. Ich mache erstmal die Lavalampe. Mein Nachname spricht man Babagallo aus. Alles gut. Ups, hoppla. Aussprache, nicht so meins. Babagallo? Gallo? Herber, warum? Oh. Da in deinem Namen sind doch. Warte, sind das 3L? Der Name überfordert mich jetzt ein bisschen. 3L, vielleicht ist es ja irgendwie ein I oder so. Ach so, sind es 3 Is. Babagai. Jo, ach, keine Ahnung. Eileen, muss jetzt aber off. Akku ist 2%. Viel Spaß. Ihnen, du. Hör auf, für mich zu siezen. Kannst ruhig du sagen. Danke, danke, ist korrekt. Dir auch noch einen schönen Abend auf jeden Fall. Ich mag Dienstag, habe einfach 3 Stunden kochen dürfen und es auch essen. Das ist natürlich, ist das eine gute Sache? 3 Stunden kochen dürfen? Also, hä, was heißt dürfen? Kochen ist natürlich, ich koche irgendwie nicht so oft. Dürfen, warte, meinst du in der Schule? In der Schule kochen, das ist natürlich sehr wild. Ja, keine Ahnung, hab's, glaub, falsch geschrieben. Perfekt. Einfach mal den Namen falsch schreiben. Passiert. Passiert im Besten, ist nicht schlimm. Luxit, moin, servus, was geht? Wie geht's? Ich feiere deine Videos übelst. Danke, danke. Vielen Dank. Das freut mich. Ich gebe mein Bestes. Sind natürlich nicht immer gut, aber ich versuche die unterhaltsam zu machen. Ich denke mal, du meinst meine TikTok-Videos hauptsächlich. Vielleicht meinst du auch YouTube, ich weiß nicht. Kochen in der Schule. Oha, ihr kocht in der Schule? Wie nice. Das hatten wir nie. Ist das so ein Fach oder bist du auf einer Waldorfschule oder so? Oder ist das normal? Das ist ja voll cool eigentlich. Hätte ich auch gern gehabt. Das klingt nice. Okay, was wollte ich hier mit der Lavalampe eigentlich machen? Wie mache ich das? Okay, ich weiß, was ich mache. So, den Teil schneide ich jetzt einfach mal ganz dreist aus. Oder mache ich das? Nee, ich mach's anders. Wohnst du in einer Wohnung oder noch bei deinen Eltern? Ich wohne eigentlich in einer WG, da wo ich studiere. Aber jetzt gerade bin ich bei meinem Vater in den Semesterferien und ich habe mein Zimmer vermietet auf Airbnb. Das ist ganz, ganz chillig. Ja, aber eigentlich wohne ich in einer WG und nicht mehr zu Hause. Genau. Luxit schreibt, erstmal Abo dalassen. Mir geht's gut und dir. Oha, danke, danke für den Support. Ja, mir geht's soweit auch ganz gut. Das freut mich. Der Gerät 5. Nice Name. Hi, bin neu im Blender und finde deine Videos mega nice. Danke, danke. Übel korrekt von dir. Ich gebe mir Mühe. Das ist korrekt von dir. So, jetzt ganz kurz Ups, das wollte ich nicht. Die Lavalampe. Wie mache ich denn das am besten? Ich glaube, ich mache hier. Genau. Ich mache hier einen Loopcut rein. Jetzt mache ich hier einen Loopcut rein.
die lösche ich jetzt. Und die, nee, ich bin ja komplett lost, es geht viel einfacher. Und zwar kopiere ich das hier als eigenes und mache es, mit P in ein eigenes Objekt. Und jetzt lösche ich die Faces hier. So, genau, das wollte ich. Ich mache jetzt mal ein paar Materials, das sieht hier alles so grau und trist aus. G-Realschule, da darf man ab einer bestimmten Klasse zwischen Französisch, Mumm, Haushalt, Nähen, Kochen und Technik entscheiden. Oha, hey, voll cool. Das ist ja übel nice. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch auf den Realschulen ist. Also ich komme aus Baden-Württemberg, ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst. Aber das klingt, ja, das klingt voll praktisch eigentlich, weil das sind eigentlich schon wichtige Sachen, so, die man lernen sollte. So, jetzt mache ich mal kurz hier Autosmooth an. Hier auch. Okay. Und jetzt mache ich hier ein neues Material. Und das nenne ich jetzt mal Lava-Lampe-Metall. Ich habe mir vorgenommen, alles genau zu benennen, dass diesmal die Szene hier kein Chaos wird. Mal schauen. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Zählt wie ein Hauptfach. Ah, das zählt wie ein Hauptfach. Übel nice. Das klingt echt nice. Das hätte ich auch gerne gehabt. Aber naja. Wenn man in Blender rein... Was eingeht, was reingeht, meinst du wahrscheinlich? Was muss man machen? Da ist nur ein Würfel. Vielleicht Tutorial. Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Was muss man in Blender machen? Ich habe ein Anfänger-Tutorial auf YouTube. Allgemein auf YouTube gibt es sehr viele Anfänger-Tutorials. Auch von anderen Leuten, die sehr gut sind. Also zum Beispiel Blender-Guru ist wirklich sehr stark. Den habe ich sehr oft angeschaut. Ich mache auch Anfänger-Tutorials. Kann man auch mal reinschauen, wenn man Lust hat. Ich habe eine Tutorial-Reihe gemacht, wo ich quasi auch mit einem Würfel angefangen habe und dann ein komplettes Zimmer draus gemacht habe. Genau, und da erkläre ich so die ganzen Grundlagen. Das, ja, vielleicht hilft das weiter. Genau. So, das hier mache ich jetzt metallisch und die Roughness runter, damit es so spiegelt. Weil wir wollen ja eine Lavalampe machen. Das hier will ich jetzt noch ganz kurz schließen. Ups. Also F und F fülle ich das hier. So, zack. Nimmst du deine Texturen auch von CC0 Textures oder von wo? Ja, hauptsächlich nehme ich die Texturen momentan von da. Die haben sich, glaube ich, umbenannt in Ambient CG, wenn ich mich nicht irre. Genau, aber auch von da. Meistens. So, jetzt das hier will ich aus Glas machen. Deswegen mache ich die Transmission hoch. Jetzt sieht es aus wie Milchglas, das wollen wir nicht. Ups. Und auch die Roughness runter. Ja gut, das sieht jetzt hier in der Ansicht nicht so nice aus. Das liegt daran, dass wir keine Screen Space Reflections, kompliziertes Wort, haben. Und hier brauchen wir das auch. Und jetzt sieht es besser aus, würde ich sagen. Jetzt sieht es mehr aus wie Glas. Genau, und da, naja, genau, ich will das so rot machen, wegen Lavalampe und so. Oder obwohl, so ein bisschen pink-rot, so vielleicht. Komme auch aus Baden-Württemberg. Achso, ja gut, dann ist es wahrscheinlich einfach so.
Und ich habe das aber nicht mitbekommen. Also ich war auch nicht auf einer Realschule. Ich war auf dem Gymnasium und da war das nicht bei uns. Okay, danke. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Jo. Jo, das kannst du machen. Kannst du mal schauen, ob es dir weiterhilft. Ich habe versucht, das so verständlich zu erklären, wie ich konnte. Ja, stimmt. Ambient CG heißen die jetzt. Ja, genau. Die haben sich umbenannt aus irgendeinem Grund. So. Jetzt mache ich hier so diese Lavaklumpen irgendwie da rein. Dafür nehme ich einfach mal ein UV-Sphere. Und mache die so orange leuchtend. Ja, okay. Ich mache das hier. Das finde ich irgendwie einfacher. Hier rechts. Dafür brauche ich einen Emission Shader, weil der leuchten soll. So. Okay, ich mach mal kurz Blumen an. Das sieht dann viel nicer aus. Also das macht dann so ein bisschen drumrum so Licht. Und Ambient Occlusion mache ich auch mal an. Ist immer gut. Der Gerät 5, kannst du vielleicht mal ein Tutorial für Rigging machen? Ja, das ist ein interessanter Vorschlag. Habe ich auch schon mal überlegt. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich es hier reinmache. Also ich habe ja auf TikTok und im YouTube Short Rigging, also ich habe ja den Villager geriggt und da habe ich, ja gut, da kann man es, das sind quasi, das ist nicht so wirklich ein Tutorial. Das könnte ich mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich denke, ich mache ein YouTube-Video zu Rigging mal. Aber ich muss dazu sagen, ich bin selber in Rigging jetzt nicht mega gut oder so. Also ich kann halt so ein bisschen die Grundlagen, also wirklich ganz bisschen. Aber da werde ich mich auf jeden Fall mal reinfuchsen. Genau. Lydia schreibt, meine Freundin geht auch Gymnasium und kann auch keinen Mumm oder so auswählen. Und bei einer anderen Freundin Hauptschule ist es auch so, also haben Realschüler Glück. Ah, okay, krass. Dann ist es vielleicht nur auf der Realschule. Da habt ihr tatsächlich dann Glück in dem Fall. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich gehe mal ganz kurz in Cycles. Okay, das habe ich mir wie anders vorgestellt. Ich mache mal kurz die Emission weg. Okay, dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Vielleicht liegt es daran, dass es durchgängig ist. Ich mache das mal auf. So, Faces löschen. Hier auch Faces löschen. Luxit, ich gehe jetzt schlafen, habe morgen Schule. Viel Spaß noch. Danke. Danke, dir auch noch einen schönen Abend, beziehungsweise gute Nacht. Und viel Erfolg in der Schule. Pass gut auf. Genau. Ja, Riggen fände ich auch gut. Okay, gut zu wissen. Überlege ich mir mal und schaue ich mir genauer nochmal an das Thema. Nochmal mehr ins Detail. Hier mache ich jetzt ein Solidify drauf. Jason, moin. Ich kann beim Modeling nicht mehr ganz ranzoomen. Kamera, kannst du mir weiterhelfen? Ja, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Wenn man nicht mehr zoomen kann, dann kann man auf dem Numpad, ich hoffe, du hast Numpad, die Komma-Taste bzw. Entferntaste, also ja, entfernen steht bei mir drauf, und dann zoomt Blender automatisch an das Objekt, was man ausgewählt hat, ran, und dann ist dieser Viewport resettet und dann kann man normalerweise wieder ganz normal zoomen. Glaube ich. Also so ist es bei mir immer. Ich weiß nicht, ob man da noch was einstellen muss vorher. Ich kann mal ganz kurz schauen, ob man Orbit Around Selection. Nee, also probier das mal aus. Das müsste dann eigentlich gehen. Genau. Gibt es irgendwo 3D-Modelle? Nice, aber
Also Figuren, die man kostenlos downloaden kann, mit denen man direkt rigen kann. Ja, gibt's auf jeden Fall. Es gibt auch, ich habe auch schon so Tutorials gemacht, wo die dann so in der Beschreibung so ein Modell hatten, was man runterladen konnte. Aber es gibt auf vielen Seiten auch gerigte Modelle, zum Beispiel auf, Junge, meine Stimme, auf Sketchfab zum Beispiel, oder TurboSquid oder so. Da gibt's Modelle. Ah, perfekt. Jetzt sieht's eher aus, wie ich wollte. So ein bisschen. Ja gut, es macht halt eigentlich keinen Sinn, dass das Glas so rötlich ist. Egal. Ich lasse es jetzt mal so. Ich kopiere einfach jetzt mal die Kugel, mache sie ein bisschen kleiner und kopiere die aber nochmal nach unten. So, vielleicht. Ups, guck da raus, das ist nicht gut. Jason, drück Shift C. Shift C. Oh, den Shortcut benutze ich nie. Zoomt so ein bisschen raus. Beziehungsweise rein. Also, das zentriert auch irgendwie. Ist, glaube ich, ähnlich wie Numpad entfernen. Nur ein bisschen weiter weg. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Die Lavalampe ist minimal zu groß, sehe ich gerade. Ist einfach größer als das Bett. Ich parente mal ganz kurz mit Steuerung P. Das da dran, dass sich das einfacher bewegen kann. Batterycraft HD. Hi. Servus. Wie geht's? So, jetzt habe ich. Genau, jetzt habe ich es hier dran. Ah, die Kugeln will ich auch noch da dran parren. So. Keep transform. Okay, perfekt. Perfekt. Habe es ausprobiert. Der Shift C hat geklappt. Der Gerät 5, danke. Dir trotzdem vielen Dank. Ah, okay. Ja, perfekt. Wenn Shift C klappt, dann ist es natürlich nice. Und Numpad entfernen klappt bei denen nicht. Interessant. Das verstehe ich gerade gar nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas eingestellt oder so. Aber dann in dem Fall benutzt Shift C, ja. Das ist ja nice, wenn es funktioniert. Okay, die mache ich jetzt kleiner. So. Und jetzt. Was mache ich jetzt? Ja, ich mache jetzt so. Nee, ich mache jetzt hier Materials kurz drauf. Auf das Bett. Dass es mal ein bisschen schöner aussieht hier. Ups. So. Genau, ich speichere mal wieder. Habe ich auch schon lange nicht. Cooler Stream. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr korrekt von dir. Masti Obstrich. Hi, was geht? Servus. Ja, was, deinen Namen kenne ich. Du warst schon öfter irgendwo am Start. Ein wildes Kernchen. Moin. Servus. Was geht, was geht? Wie geht's euch? So. Genau, wie man sieht, modelliere ich so ein isometrisches Zimmer. Und hier mache ich jetzt Materials drauf. Genau, neues Material. Das nenne ich. Das nenne ich Blanket. Das mache ich auf Englisch, weil mein Auftraggeber Englisch spricht. Und falls er die Blender-Datei haben will, dann checkt er das Ganze auch. Genau, Blanket. Und jetzt nehme ich mir eine Textur mit dem Node Wrangler. Gehe in. Ach so, das sieht man jetzt im Stream nicht, weil ich habe nur Blender-Aufnahme quasi. Was willst du eigentlich arbeiten? Ich denke mal, du meinst beruflich. Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich tendiere schon so ein bisschen in 3D-Richtung. Also, das macht mir schon Bock. Ich glaube schon, dass ich in die Richtung gehen will. Aber, also, ich bin auch sehr oft am Überlegen, so, was ich machen will. Also, ich bin da noch am Studieren. Genau, aber also, ich arbeite auch bisschen schon im 3D-Bereich so als Freelancer. Also ich probiere es auf jeden Fall.
Und genau, das ist eigentlich ganz chillig. Mir geht's gut. Und dir? Das freut mich. Mir geht's auch ganz gut soweit. Heißt du in Real Life Jonathan? Ja, korrekt. Das wäre sonst ein bisschen random, wenn ich nicht so heißen würde und mich Jonathan nennen auf Social Media. Green Mani hat's abonniert. Vielen Dank. Dank für den Support. Willkommen. Willkommen. Genau. Musst du nicht beantworten. Ach so, ist vielleicht der Chat ein bisschen verzögert. Ich habe es gerade schon, glaube ich, beantwortet so ein bisschen, was ich arbeiten will. Falls du das meinst. Ja, genau, ist, glaube ich, auch ein bisschen verzögert. Vielleicht 10 Sekunden oder so. Ich komme gerade von TikTok. Ah, das ist nice. Das freut mich. Ich schau mal kurz, wie das Video läuft auf TikTok. Ich musste das. Oha. Läuft voll gut. Nice. Ich musste das re-uploaden vorhin. Weil aus irgendeinem Grund war der Anfang so die ersten Sekunden weggeschnitten, da muss ich es löschen und nochmal hochladen. Aber hat nichts gemacht. Okay, cool. Ah ja, dann war es einfach ein bisschen verzögert. Der Chat, deswegen. Batterycraft schreibt ich auch. Du heißt auch Jonathan. Ja, das meinst du wahrscheinlich. Nice, Namensvetter. Chillige Sache. Okay, ich wollte hier Stoff drauf machen. Genau. Dann schaue ich mal kurz. Welchen Stoff nehme ich? Ja, das sieht man jetzt im Stream nicht, wie gesagt, aber egal. Ich suche irgendeinen Stoff aus meinem Ordner. Fabric. So. Ja, okay, ich nehme einfach wieder diesen roten, den ich öfter benutze, glaube ich. So. Zack. Oh ja, moin. Ja, das nervt. Manchmal kommt da so ein Python Traceback Error oder so. Und dann muss man Relative Path anmachen und dann geht's immer noch nicht. Perfekt. Ach so. Ups, ich hab. Ja, gut. Ich muss erstmal Solidify und Subdivision applyen. Und den ganzen Spaß Smart UV unwrappen. So. Jetzt probiere ich das nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, dann checke ich ehrlich gesagt den Error nicht. So, Fabric. Hä? Bin ich lost? Warum kriege ich jetzt hier einen Error? Okay, ich probiere es nochmal. Ah, okay. Jetzt geht's. Okay, das ist viel zu grob. Ich brauche größeres Scale. So vielleicht. Ja. Ja, das kommt schon eher hin. Obwohl in meinem Referenzbild, da ist das Bett so farbig und die Decke ist weiß. Ich mache das kurz hier genauso. Dafür unwrap ich den Spaß. Handy-Account zum Chillen. Nachricht zurückgezogen. Oh, okay. Studierst du? Ja, genau. Ich studiere Mediengestaltung. Also im Prinzip. Also das heißt, der Name ist ein bisschen komplizierter. Also Mediengestaltung, Film, Produktion. So die Richtung. Die Richtung. Raphael Ring. Fragt
fragt, was hast du für einen PC? Ich habe eine RX Vega 56 von AMD, die leider nicht so nice ist momentan irgendwie. Also es stürzt halt im Blender richtig oft ab. Das nervt echt ein bisschen. Aber naja, kann man nichts machen. Ich linke hier die Materials. Ups, ich wollte es andersrum linken. Den wähle ich aus, dann die Decke und jetzt Link Materials. So. Die Decke mache ich ja. Ja, die mache ich jetzt einfach weiß kurz. Genau, und als Prozessor habe ich auch einen AMD Ryzen 5 2600, glaube ich. Dann habe ich 16 GB RAM. Und eine M.2 SSD habe ich mir geholt, jetzt letztens. Und ja, das ist übel nice. Also die war nicht wirklich teuer. Und es hat, also das lohnt sich voll, finde ich. Also ich habe da ja auch so ein TikTok-Video hochgeladen, wo ich es unboxed habe. Ofago, Mago, ich glaube, ich hatte Hausaufgaben. Das war sehr komplett. Das fällt dir natürlich früh ein. Fago, Mago. Ein interessanter Ausdruck auf jeden Fall. Genau, hier. Ich save mal kurz eine neue Version, dass ich quasi immer zurückgehen kann. Das ist immer smart. Eigentlich. So. Jetzt haben wir eine neue Version. Ja, dann mach mal lieber deine Hausaufgaben. Das wäre wahrscheinlich besser. Ist Studieren einfach oder schwer? Das ist eine gute Frage. Das kommt voll auf den Studiengang an. Also mit meinem komme ich relativ gut klar. Den finde ich nicht so schwer. Also, weil ich mich halt, also ich habe mich halt auch vorher schon mit den Sachen beschäftigt und so. Deswegen geht es eigentlich voll fit. Ich mach mal kurz den Boden aus Holz. Dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Genau, deswegen finde ich, also studieren, aber klar, es gibt auch sehr schwere Studiengänge, also Medizin zum Beispiel, also ich kenne einige Leute, die Medizin studieren, die müssen halt übel viel auswendig lernen, das wäre nicht so meins, das hört sich übel schwer an. Genau. Okay, cool, guter PC. Ja, mittlerweile, ja, schon ein paar Jährchen alt, aber ist okay. Also die Grafikkarte tausche ich aus, weil die nervt mich. Aber ansonsten passt völlig. Was hast du denn für einen PC, Raphael? Batterycraft. Esse gleich, muss dann auf. Okay, alles klar. Hau rein. Guten Appetit. Ich esse auch noch demnächst. Aroma. Hi. Ich liebe deine Videos. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett, danke. Mischa Fuchs, hi, Servus, was geht, wie geht's dir? Lydia schreibt, Fako, Mago, meine Lieblingsbeleidigung. Oha, ups, ich hoffe, ich darf das sagen, auf YouTube, weiß ich gerade gar nicht, aber das ist ja nicht ganz das Wort. Und kein Bock, warte, hast du dich verschrieben? Ah, nee, wahrscheinlich meinst du das so. Meine Lehrerin denkt auch, ich kann das. Nee, oh Mann, Lydia, du bist mir echt so eine. Raphael schreibt, kannst du eine Wolkendecke machen? Ah, das könnte ich echt mal machen. Auf TikTok hat es auch bei meinem Zimmer öfter einer gefragt. Das warst aber nicht du, oder? Ich habe gar keinen, aber ich möchte mir einen kaufen. Ah, okay. Okay, ja, das ist ein guter Plan. Ein PC ist sehr hilfreich, also würde ich sagen, ich arbeite viel am PC. Dann, ja, ich kann nur empfehlen, wenn es geht, selber zu bauen. Also das habe ich gemacht, weil man halt Geld spart.
Aber natürlich, wenn man da gar keine Lust, Zeit hat oder es nicht so gut, dass einem nicht so liegt, dann klar kann man auch Fertig-PC kaufen. Genau. Und jetzt mache ich mal kurz Holz auf den Boden. Also, welches Holz nehme ich? Wood. Nee, nicht das. Moment. Nee, das auch nicht. Da, da, da. Ja, das hier nehme ich. So. Ach so, ich muss erst noch assignen. Genau. Jetzt sieht es schon besser aus. Das ist viel zu groß. Würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen mache ich die Scale mal so auf 5. Ja, sieht schon besser aus. Sieht schon besser aus. Also, ich würde gerne IT oder was mit Videobearbeitung studieren. Ja, das klingt gut. Videobearbeitung, also das ist bei mir zum Beispiel auch. Also in die Richtung kann man gehen, in die Richtung Cutter, glaube ich. Es gibt, wenn man wirklich sich sicher ist, dass man Cutter werden will, dann ist wahrscheinlich am besten, glaube ich, zum Beispiel in Ludwigsburg. Da kann man, glaube ich, Video, also sich wirklich spezialisieren auf Videoschnitt. Also im Grundstudium sind dann mehr allgemeine Sachen noch. Aber da ist nicht einfach reinzukommen. Da ist echt nicht einfach. Genau. Raphael Ring, nein. Nein. Ach so, wegen selber bauen meinst du wahrscheinlich. Ja, nee, also muss ja auch nicht jeder. Was ist eine gute Grafikkarte? Batterycraft schreibt RTX 3080. Ja, das ist in der Tat eine gute Grafikkarte und auch eine teure. Das ist vermutlich, würde ich jetzt mal tippen, ein bisschen, so für die erste Grafikkarte, ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen zu teuer. Außer ihr seid rich oder so, dann ist das natürlich kein Problem. Weiß man ja nicht. Nee, wenn man Blender benutzen will, dann würde ich eine Nvidia nehmen, weil es ist halt besser optimiert, denke ich. Also vielleicht sind die neuen AMD-Grafikkarten noch besser. Und ich mache mal kurz hier eine Kamera rein, dass man schon mal ein bisschen Gefühl bekommt. Und die Resolution mache ich quadratisch. Ich mache mal auf 2000. Und dann zoome ich rein. So. Und bis nach oben. Genau, also so bei Grafikkarten würde ich halt vielleicht eher so, ich hätte jetzt so RTX 2060 mal gesagt. Also ist auch jetzt nicht so günstig. Also ich glaube, als erste Grafikkarte würde ich sogar deutlich weniger. Also Grafikkarten ist natürlich ein schwieriges Thema aktuell. Die sind ja sauteuer. Wegen Krypto-Mining und Halbleiterknappheit, glaube ich, und so Zeug. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Resfi, moin moin, servus. Was geht? Wie geht's dir? Genau. Und, nee, also als erste Grafikkarte würde ich ganz ehrlich, glaube ich, also sogar günstiger als RTX 2060, glaube ich. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen aktuell. Es gibt ja noch so GTX 1660 oder so Sachen, die sind, glaube ich, ein bisschen günstiger. Aber da bin ich ein bisschen raus aktuell. Habe ich lange nicht mehr recherchiert. Genau. Jetzt mache ich mal kurz ein simples Licht-Setup. Dass man schon mal so den groben Raum fertig hat und dass nur noch quasi Details fehlen. Also fertig natürlich nicht, aber halt. So, die Rahmenbedingungen, sag ich mal. Genau, dafür füge ich ein Licht hinzu. Und jetzt mache ich. Genau, jetzt stelle ich hier den Pivot Point. Also, wie man von wo aus man Sachen rotiert, zum Beispiel.
Jetzt mache ich die Lampe mal auf 500, weil die ist zu. Okay, das ist zu hell. Ich mache mal 300. Ich würde sagen, eine RTX 3090 Ti. Ja, genau. Das ist eigentlich eine gute Einsteiger-Grafikkarte. Kappa. Nee, die ist. Das ist natürlich ein bisschen teuer, das Ding. Also die würde ich mir jetzt auch nicht kaufen, nur so, das ist echt zu viel des Guten, meiner Meinung nach. So. Also ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich eine 3060 demnächst mal. Okay. Was mache ich eigentlich? So. Das soll weiter nach hinten. So, zack. Und mehr nach oben noch. So ungefähr ein bisschen größer. Das soll auch noch ein bisschen größer. So vielleicht. Mal schauen, wie es aussieht. Okay. Ich glaube, die sind zu hell. Und was kostet die? Also die RTX 3090, das war ein Joke, denke ich mal. Also ich denke mal, das weißt du, aber nicht, dass du dann irgendwie tatsächlich die, nicht, dass hier Missverständnisse entstehen. Die 3060 zum Beispiel, ja, aktuell kostet die auch viel zu viel. Also ich glaube, ich schaue mal kurz auf Idealo, da schaue ich immer Preise nach. Ich glaube 600 oder 500 kostet, also wenn nicht mehr, weil die Preise gerade viel zu hoch sind. RTX 2060, die kostet 499. Ja, boah, 500 €, das ist eine Ansage. Das ist also, würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht bezahlen, außer ich kann meine teuer verkaufen. Nee, auf gar keinen Fall bin ich rich. Okay, na schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay, ich schau mal nach dem Stream, was es da gibt. Jo, mach das mal, mach das mal. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Oh no, ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen und muss off. Und wie lange streamst du, damit, wenn ich fertig bin, noch reinkommen kann? Hausaufgabe vergessen. Das hat vorhin schon mal, ich glaube, die Lydia war es, geschrieben. Mensch, warum vergesst ihr alle Hausaufgaben? Das ist nicht so nice. Nee, klar, das ist mir auch die ganze Zeit passiert früher. Das kopiere ich jetzt nochmal auf die andere Seite. Und mache das noch weiter runter. Dann, ach so, wie lange streame ich noch? Nicht mehr so lang. Nicht mehr so lange. Ich bin wahrscheinlich danach nicht mehr da. Aber mal schauen. Aber dann mach mal deine Hausaufgaben schön. Das ist natürlich eine wichtige Sache an sich. So, das mache ich ein bisschen bläulich. Okay, jetzt haben wir schon mal die Grundpfeiler fertig von dem Raum, würde ich sagen. Weiß nicht mal, ob ich eine Grafikkarte habe, schreiben Lieder. Okay, das. Ja, moin. Kommt drauf an. Hast du einen PC oder einen Laptop? Wenn du einen Laptop hast, dann vermute ich ja nicht, weil Laptop mit Grafikkarte ist schon. Also, würde ich mal sagen, kauft man eigentlich eher nicht aus Versehen. So, ohne zu wissen, dass einer drin ist, weil also die sind halt ein gutes Stück teurer meistens. Genau. Wenn du einen PC hast, dann würde ich schon vermuten, dass eine drin ist. Dann. Also vor allen Dingen, wenn du einen Gaming-PC irgendwo gekauft hast, dann ist safe eine drin. So, ich mache hier noch einen kurzen kleinen Nachttisch hin. Dafür nehme ich einfach einen Würfel. Und mach den schmaler. So.
Und jetzt mache ich hier einen Loopcut rein. Zack. Und ich glaube, ich spiegel das einfach. Das glaube ich am einfachsten. Kannst du mal ein komplettes Gaming-Zimmer machen? Ja. Also das hab ich ja auch auf TikTok schon mal gemacht, quasi. Und ich habe... Ah, ich habe das Endergebnis, glaube ich, nie hochgeladen. Ich mache da bald noch ein Video dazu. Und ja, doch, ich glaube, ich mache irgendwo ein komplettes Gaming-Zimmer. Das werde ich demnächst machen. Ich werde auch mein Zimmer noch machen. Und dann so mein Traum-Gaming-Setup, glaube ich, so machen, quasi. Aroma schreibt, ich schaue jedes Video von dir und like jedes. Danke, danke. Vielen Dank für den Support. Das hilft mir wirklich weiter. Sehr korrekt. Genau. Jetzt, ich wollte das hier mirroren. Auto-Mirror. Ups. Falsche Achse. Y, oder? Ach so. Ach so. Der Origin ist da. Ach, komm. Egal. Ich mach den Mirror wieder weg. Ich mach das dann auch per Hand. So. Noch mal ein bisschen extruden. Und bis auf den Boden. So, zack. Und jetzt mache ich das so ein bisschen rund. So. Ach so. Okay, das geht nicht. Ja, ich mache einfach hier so ein paar Loop Cuts rein, dass ich einfach so einen abgerundeten Tisch habe. Und der soll von der Farbe her orange durchsichtig sein. Wenn ich meine Referenzbilder angucke, dann ist der so orange. So ungefähr. Roughness runter und Transmission hoch. So. Das ist noch komplett unsymmetrisch. Ich symmetrize den noch. Mesh, symmetrize. Ja. Okay. Perfekt. Die Lavalampe mache ich auch nochmal da drauf. Komm schon. So. Zack. Okay, das stelle ich jetzt auch mal hier hin. Okay. Und jetzt mache ich noch ein Fenster, glaube ich, kurz rein, dass es nicht ganz so unfertig ist, das Ganze. Oh cool, auf das freue ich mich schon. Ja, ich mich auch. Da habe ich Bock drauf. Hab PC, kenne mich mit solchen Teilen aber nicht aus. Okay, dann vermute ich, dass du eine Grafikkarte im PC hast, weil PCs haben meistens eine, würde ich mal so sagen. Du könntest ihn theoretisch auch aufmachen und reingucken, dann könnte man es sehen. Aber nee, klar, wenn du dich gar nicht auskennst oder so, dann vielleicht lieber nicht. Ofago, ich sehe morgen wieder meine Lehrerin, die mir in Rallye 5 ein Zeugnis gegeben hat. Ach was, bestimmt nicht. 5 in Rallye, das wäre natürlich nicht so nice. Dann... Also falls du wegen den Hausaufgaben meinst, die sollte man natürlich vielleicht machen, im besten Fall. So, was wollte ich denn machen? Ich wollte ein Fenster, genau, Archimesh, das ist so ein Add-on. Und damit kann ich ganz einfach ein Fenster einfügen. Das ist immer sehr praktisch. Okay, das ist viel zu groß. Das ist zu klein.
Ja, so. Und jetzt schneide ich das einfach aus. Warte, man bekommt in Religion Hausaufgaben. Also, ich hatte früher Hausaufgaben in Religion, glaube ich, ja. Habt ihr das nicht? Das ist natürlich chillig. Jason hat abonniert. Vielen Dank. Vielen Dank für den Support. Das freut mich. Jetzt mache ich hier einen Boolean rein und wähle das Fenster aus, damit, genau, damit in der Wand auch tatsächlich ein Loch quasi drin ist. Okay, perfekt. Dann ist es schon mal eine ganz gute Grundlage so für das Zimmer, würde ich sagen. Ich habe in Rallye ein Blatt letztes Jahr gemacht. Ein Blatt letztes Jahr gemacht. Also bitte reicht doch. Hab wenigstens zwei Aufgaben gemacht. Ein Blatt in einem Jahr und zwei Aufgaben. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Anfang auf jeden Fall. Hast du gut gemacht. Genau. So, nee, also wir hatten in Rallye, glaube ich, auch nicht viele Hausaufgaben. Vielleicht ab und zu mal. Okay, ich mache ganz kurz noch die Render-Settings. Adaptive Sampling, die neu sind ganz wichtig. So. Ghost NPC. Hi. Servus. Was geht, was geht? Wie geht's dir? Genau. Und jetzt mache ich noch einen Hintergrund rein, also so eine Fläche als Hintergrund. Das sieht ein bisschen nicer aus dann. So, das mache ich ein bisschen größer. Und dem gebe ich einfach mal irgendeine Farbe. Und ich benenne das Ganze auch. Hintergrund. Ah, nee, ich muss es auf Englisch machen. Background. So. Okay. Ich mache die Farbe. Ich mache mal Cycles an. Kombi Manika. Vielen Dank fürs Abonnieren. Willkommen. Ich glaube, der Alert ist ein bisschen zu laut. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal anpassen vielleicht. H-CNG09. Hi. Servus. Wie geht's dir? Aroma schreibt: Ich schaue deinen Stream an und mache gleichzeitig meine Geschichtshausaufgaben. Nice. Geschichtshausaufgaben. Was musst du da so machen? Junge, Geschichte, das hatte ich auch lange nicht mehr. In meiner Parallelklasse ist ein hoher Daddy. Ich glaube, ich kläre den mir mal. Lydia, weil, ach so, ein Hotter. Ein Hotter Daddy. Uff. Ja, klar, das kannst du natürlich machen, wenn du da Bock drauf hast. Das klingt nice. Ein Hotter Daddy. Oh Mann. So, ich mache jetzt die Roughness runter vom Hintergrund und ich mache es mal ein bisschen bläulich vielleicht. Und ich mache den Welthintergrund ein bisschen dunkler. The Mega Brawl. Bin von TikTok. Ah. Okay, das freut mich. Servus. Willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich modelliere ein Zimmer in 3D. Ups, ich habe die Roughness, also die Rauheit habe ich aus Versehen runtergemacht statt hoch. Auf 1 wollte ich die machen. So. Schon besser. Das ist schon deutlich besser. Bin vorhin mal voll auf die Presse geflogen. Oh nein, wie unangenehm. Uff. Das ist natürlich ärgerlich. Passiert. Passiert. Kann man nichts machen. So ist das manchmal. So, ich mache hier kurz die Belichtung an. By the way, wenn es hier so flackert, da gibt es einen Trick. Ein Viewport. Wenn man auf Eevee ist, dann kann man den Viewport auf 1 stellen
Und dann flackert es nicht mehr. Das ist ganz nützlich. So, mal wieder speichern. Hat voll weh getan. Uff. Das ist natürlich ärgerlich. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Nutella-Schnitte07, bin auch von TikTok. Servus, das freut mich. Willkommen im Stream. Ich modelliere ein 3D-Zimmer in Blender. Kennst du mich noch? Ich habe das mit der Hautfarbe geschrieben mit dem Villager. Ah, ja, ich erinnere mich an den Kommentar. Das haben, glaube ich, zwei oder drei Leute kommentiert, aber ja, doch, doch. Den Kommentar kenne ich. Ich feiere dich und habe dich auf TikTok abonniert. Nice, vielen Dank für den Support. Das freut mich voll. Ich muss einen Aufsatz über Christoph Kolumbus machen. Oha. Oha. Krass. Das klingt natürlich, ja, könnte ja vielleicht ganz spannend sein. Eventuell. Genau. So, jetzt mache ich mal ganz kurz an die Wand noch so ein Neon-Ding, glaube ich. Neonröhre. Christopher Columbus. Kleiner Fun-Fact: In dem Ort oder bei dem Haus, wo Christoph Columbus geboren wurde, da war ich öfters in dem Ort, weil das ist in der Nähe, wo wir Urlaub machen. Das ist ganz, ganz nice. Aber die streiten sich da immer alle drum. Also, wo der tatsächlich geboren ist und so. Weil angeblich hat so das Nachbardorf so diese Geburtsurkunde geklaut von Christoph Kolumbus und dann so gesagt, nee, der ist bei uns geboren. Und die beefen sich immer alle so. Ist ein bisschen lost. Aber ganz lustig irgendwie. Genau. Kannst du bitte deine Objects sortieren und benennen? Das nervt mich gerade. Der Crit 5, ja, du hast so recht. Das ist wirklich. Ja, du hast einfach recht. Ich kann einfach nichts dagegen sagen. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Wall. Nee, ich muss wirklich die Sachen mehr sortieren und mehr Ordnung schaffen. Bad. Und ich mache das auf Englisch, weil der Auftraggeber Englisch spricht. Mattress. Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn bisschen Englisch dann so lernt und so vielleicht. Aber du hast, glaube, nur bei mir geantwortet und mein Kommentar eingeblendet. Ja. Ja, genau. Ja. Stimmt. Bei dir habe ich die Videoantwort gemacht. Genau. Genau. So. Das hier ist die Decke. Blanket, wie wir alle wissen. Auf Englisch. Das hier ist ein kleiner Tisch. Table. Dann, was haben wir noch? Kamera ist Kamera. Licht ist Licht. Was ist das? Ah, das Kissen. Das Pillow. Wirklich, lol. Ja, das mit Christoph Kolumbus, das ist, soweit ich weiß, tatsächlich so. Also das haben die da alle gesagt, aber also ja, das stimmt auch. Das steht auch auf Google. Da war auch mal bei so Wetten, dass die Frage so, wo der geboren wurde. Und dann haben die da auch dieses Dorf. Da war dann auch die richtige Antwort, glaube ich. Ey, ich habe unter Aroma auch noch mal was geschrieben. Oh, hoppla, habe ich übersehen. Eine Freundin geht mit ihm in eine Klasse. Sie hat ihn mal auf Insta gefragt, ob er weiß, wer ich bin, und er meinte, die, wo auf die Presse geflogen ist. Tja, perfekt. Also, ja, immerhin kennt er dich. Nice. Oh Mann, oh Mann.
Aha. Vielleicht fand das ja einfach lustig. Das macht ja nichts. Das passiert jedem mal. So, jetzt bin ich fertig mit den Hausaufgaben. Nice. Das ist immer nice, wenn man fertig ist mit den Hausaufgaben. Du bist voll leise. Oh, bin ich echt voll leise? Hab fast volle Lautstärke. War ich vielleicht ein bisschen zu weit weg vom Mikro? Bin ich jetzt lauter? Bin ich bei den anderen auch leise? Weil mein Pegel sieht eigentlich ganz gut aus in OBS. Wäre nice, wenn die anderen schreiben, ob ich bei denen so, ob die Lautstärke passt oder auch allgemein, ob alles passt so vom Team. Fafel HD, hi, Servus, was geht, was geht? Kann es sein, dass der Stream leicht verzögert ist? Ja, der ist ein bisschen verzögert. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber also nicht so lang, glaube ich. Ich glaube, vielleicht so 10, 15 Sekunden. Vielleicht. Genau. Nee, eigentlich nicht. Ich denke mal, du meinst Lautstärke. Okay. Ich finde die Lautstärke gut. Okay, perfekt. Perfekt. Dann war vielleicht The Mega Brawl, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht war dein YouTube leise gestellt. Oder ich war da gerade zu weit weg vom Mikro oder so, keine Ahnung. So, Background. Jetzt habe ich noch auf der Hälfte. Und passt. Okay, perfekt. Perfekt. Lydia schreibt: Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Fresse geflogen bin. Ich glaube, Jesus wollte mich holen kommen. Ja. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. ja, das frage ich mich auch, wie du das geschafft hast. Also ich fliege nicht so oft auf die Fresse, glaube ich. Aber das kann natürlich passieren. So. Bist du einfach so ganz normal im Laufen gestolpert, oder wie? Das ist natürlich ärgerlich. Okay, jetzt benutze ich mal kurz hier den Spin-Modifier. Wie geht das nochmal? Ach so. Nee. Nee, nee, nee. Halt, ist die falsche Richtung. Ich will in die andere Richtung. Ups. Junge, was ist denn hier los? Wie alt bist du? Ich bin 22. Tatsächlich. Och man, warum geht der Spin-Modifier nicht? Apply all transforms. Ja gut, den benutze ich nicht oft. Ah, kann ich den irgendwie? Hier kann ich ihn drehen. Oh je, was mache ich hier? Ich bin ja völlig lost. Ach nee, komm. Das lassen wir lieber. Ich mache das anders. Oh, ups. Ich habe hier aus Versehen mehrmals extruded. Ich mach mal kurz. F3, Merge by Dis Merge. Nee. So geht's schneller. M, Merge by Distance. Bin 13. Schreib Lüder. Weiß, dass du mich nicht gefragt hast. nee, habe ich nicht gefragt. Aber das ist trotzdem interessant zu wissen. 13, also. Okay. Entspannt, entspannt. Dann bist du wahrscheinlich so in der 7. Klasse oder so. Boah, nee, da habe ich echt gar keine Ahnung. Welche Klasse man ist. Ich bin wieder da. Ich kann nicht schlafen, also jetzt ein bisschen entspannte Unterhaltung. Laxit. Ja, das ist natürlich ärgerlich, dass du nicht schlafen kannst. Dann lass dich mal unterhalten. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. So, das exude ich. Ach, by the way, ich mache hier so ein Herz aus Neon. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erwähnt habe.
So, ich mache das einfach per Hand. So, zack. Zack. Ich glaube, das ist kein guter Workflow, was ich hier mache. Ich glaube, mit Kurven wäre das viel einfacher gegangen. Egal, ich mache es. Ups. Ich mache es jetzt mal einfach mal kurz so. Ich kann mich hier nicht so gut immer konzentrieren. Ist gar nicht so einfach. So. Raphael schreibt, ich bin auch 13. Ah, okay, nice. Nice, nice. Wie alt ist der Rest so? Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr Bock habt. Hattest du als Kind mal eine Konsole gehabt? Ich habe eine PS2 und eine PS4. Eine PS2? Krass. Alt, ja, ich hatte einige Konsolen. Früher, ich hatte zuerst hatte ich ein Nintendo DS. Und dann. Oh, das sieht echt gar nicht gut aus, was ich hier mache. Egal. Egal, egal. Ich mache es jetzt einfach irgendwie. So, jetzt mirror ich das Ganze einfach. Oh Mann. Ja, der Origin ist falsch. Der soll dahin. Origin 2 Cursor. Ach so. Ups. Nice Herz. Ach, okay, komm, ich lasse es jetzt erstmal. Ich mache noch kurz so leuchtendes Material drauf, aber nee, komm, das mache ich einfach nochmal neu oder so. Geil, Aroma, lass auch Freunde werden. Ja. Das hört sich chillig, wenn sich in meinem Stream hier Freundschaften treffen. Das ist nice. Genau, Konsolen wollte ich noch sagen. Genau, eine Wii hatte ich, eine PSP. Oh, das war so nice. Und eine PS4 habe ich aktuell noch. Und eine Switch. Was habt ihr so für Konsolen? Hast du dafür ein Reference-Foto? Ja, genau, ich habe hier so Reference-Bilder. Aber ich übertrage beim Stream nur Blender. Weil ich hatte Angst, irgendwas zu leaken oder so. Ja, keine Ahnung, vielleicht blende ich sie auch mal ein. Oder vielleicht auch nächstes Mal. Je nachdem, ob es überhaupt euch interessiert. Und dann ist halt auch die Aufnahme cleaner, wenn ich das später noch als so Speed-Modeling oder so hochlade. Genau. Ja, jetzt speichere ich mal. So, ja, jetzt haben wir eigentlich schon eine ganz gute Grundlage, würde ich sagen. Hat ein bisschen lang gedauert, aber egal, ist ja nicht schlimm. Laxit bin 14. Okay, alles klar. Leo 13. Stimmt, hast du, glaube ich, letztes Mal schon stimmt gesagt. Ja. Nice, nice. Wenn man ein Images Plane einfügt, kann ich es beim Rendern in Cycles nicht sehen, nur in Eevee. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Also ein Grund kann halt immer sein, wenn man beim Rendern was nicht sieht, jetzt unabhängig von Image Displays, hier rechts, wenn man hier draufklickt, hier oben, und dann hat man hier dieses Disable in Renders und manchmal hat man das auch so sehen. Renders ausgeschaltet. Oder ansonsten bei Image as Planes, was ich mir vorstellen könnte, der Blend Mode, dass man den vielleicht umstellen muss. Beim Material, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht, wo das ist. Ich füge mal kurz ein Images Planes ein, glaube ich, zum Testen. Images Plane. Ich nehme eins von den Referenzbildern.
Hello Kitty Radio, das, sieht auch nicht schlecht aus. Genau. Wenn du den Spin Modifier nutzen möchtest, musst du den Origin Point, glaube ich, woanders setzen. Also den Punkt, um den du drehen möchtest. Ja, das zu Recht. Das muss ich, glaube ich, irgendwie machen. Wusste ich irgendwie gerade nicht, wie. Ja, das mache ich wann anders nochmal. Paul P. Moin. Servus. Was geht, was geht? Oddstack Brawl Stars. Hi. Servus, servus. Wie geht's? Kannst du bitte die Lavalampe von oben zeigen? Von eben? Von oben? Meinst du von oben? Hast du dich verschrieben? Also von oben? Sieht die so aus? Ja gut, die sieht jetzt gerade nicht so nice aus. Aber naja. Genau. Jemand, der Brawl Stars zockt, cool. Ja. Oztek, Brawl Stars, zockt wahrscheinlich Brawl Stars. Habe ich auch mal öfter gezockt. Das ist actually ein nice Game. Das finde ich echt. Macht echt Bock. Muss ich auch mal wieder zocken. Das habe ich jetzt auch länger nicht mehr gezockt. Oh, das ist echt nice. Ich hatte früher auch ein 2DS. Ich wünsche mir auch noch zu Weihnachten eine PS1. Boah, richtig retro unterwegs, Aroma. Kann man natürlich machen. Kann man machen. Nice, nice. Aroma, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ich bin ein Junge. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Ach so, egal. Bin Mel. Ja, das hätte man sich schon denken können bei Lydia. Bei dem Namen. Gamertom 5000. Hi. Ich hab von dir einen Raum nachgemacht. Meiner sieht nur nicht so nice aus. Ja gut, wenn du noch nicht jetzt oft Blender benutzt, dann klar, am Anfang muss man sich natürlich erstmal gewöhnen, das ist natürlich ganz klar, aber nach einer Zeit verbessert man sich dann ja und das ist ja ganz normal, wenn man eine Sache jetzt noch nicht krass oft macht, genau, bin Anfänger, genau, ja, also einfach dranbleiben, das wird auf jeden Fall besser. Genau. Meine Lehrerin nennt mich Lidl. Nicer Spitzname. Lidl. Das hört sich sehr wild an. Kannst du das Bett zum Fenster stellen? Ja. Ja, das ist actually wahrscheinlich eine gute Idee. Weil so steht es so ein bisschen awkward da rum. Also ich denke mal, du meinst so. Ja, so lasse ich es erstmal in der Ecke. Genau. Genau, ich wollte ja noch kurz bei. Ups, Image as Planes nachschauen. Man kann doch irgendwo. Boah, ich bin auch ganz schön durch heute. Ich glaube, ich muss mal bald was essen oder so. So, wo ist denn der Blend Mode? Hä? Das ist doch bei Material. Bin ich lost? Ich bin völlig verloren. Kannst du das Bett zu. Ach so, ups, habe ich ja schon. Lidl lohnt sich, wie ich. Entschuldigung, Lydia, ich weiß jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Satz richtig check. Meinst du lohnst dich? Okay. Ich weiß nicht genau, wie du es meinst. Aber du bist mir echt so eine. Gamertom 5000. Bei mir funktioniert das Rendern nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Warte, du warst der mit dem Image as Planes Frage, oder? Nee. Nee, das war Yeet. Du kannst nicht rendern. Ja, das kann viele Gründe haben. Also du musst vielleicht, beschreib vielleicht, also was, warum du nicht rendern kannst. Kommt da ein Fehler? Sieht man da einfach nichts? Ist es alles schwarz? Sonst kann man da, also sonst kommt man da nicht weiter. Ja, jetzt sieht es gut aus. Ja.
Das Bett, ja, sieht besser aus. Hast recht. Das war ein guter Vorschlag. Boah, danke, dass du es gesagt hast. War kurz vorm Durchdrehen. Achso, weil ich so lange gebraucht habe. Ja. WTF, dieses Radio, why? Ja, das, der Raum wird so im Y2K-2000er-Stil. Und jemand hat eine Frage gestellt mit Image as Planes, deswegen habe ich das kurz hier reingeholt. Aber ich bin gerade zu lost. Also ich weiß gerade auch nicht, woran das liegt. Genau, hier kann man beim Blend Mode. Das ist nämlich unterschiedlich in Cycles und in Eevee. Und vielleicht muss man da Alpha Blend oder Opaque oder so nehmen. Das kannst du vielleicht mal probieren. Sonst weiß ich gerade auch nicht. Müsste ich nochmal schauen. Genau. Kannst du eigentlich den Villager als Mod in Minecraft reinbringen? Geht das? Bin ziemlich lost. Ich weiß nicht, ob das geht. Also, das ist. Also, da kenne ich mich auch gar nicht aus. Also, wenn das. Also, ich glaube, das geht ja nicht. Also, ganz theoretisch geht es vielleicht irgendwie. Aber. Das geht, glaube ich, nicht. Also so, dass man damit spielen kann. Das geht, glaube ich, nicht wirklich. Jetzt mache ich mal das Bild hier. Ups, wieder weg. Was denn? Hello Kitty ist geil. Ja, gell? Ja, Lydia hat's verstanden. Hello Kitty hat was. Es hat echt was. Gamertom 5000. Da sieht man zum Beispiel nur den Tisch, nicht das andere. Also dann vermute ich, dass du hier oben, wenn man hier, also auf das Render-Ding geht, dass du sich hier das vielleicht aus Versehen ausgeschaltet hast beim anderen. Sonst wüsste ich es gerade ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Genau. Hab mal fast meine Lehrerin getötet, hab fast ein Papierflieger in ihre Fresse geflogen. das muss natürlich ein ziemlich krasser Papierflieger sein, wenn er sie fast tötet. Aber das ist natürlich nicht so nice. Da war sie wahrscheinlich auch ein bisschen mad. Das ist natürlich ganz schön frech von dir, Lydia. So nicht. Ich parente mal ganz kurz das Bett hier dran. So. Das mit dem Villager würde gehen. Mod mit dem Villager, dass man den spielen kann, würde gehen, deiner Meinung nach. Okay. Also ich habe keine Ahnung von Mods. Also ich wüsste auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, wie das gehen würde. Aber kann schon sein. Kann schon sein. Ich füge hier mal ganz kurz einen Bevel Modifier hinzu. Dass die Kanten nicht so komplett scharf sind. Bevel. Ein bisschen kleinerer Amount. So. Zack. Zwei Stufen. Der Mantel vom Villager bei den Armen hängt viel zu weit noch nach unten. Immer noch. Im neuen Video habe ich den Mantel ja so ein bisschen weiter nach oben gemacht. Glaube ich. Aber ja, kann schon sein. Vielleicht mache ich ihn dann noch weiter hoch. Danke fürs Feedback auf jeden Fall. Ach, hat sie gar nicht gecheckt. Okay, dann ist sie vielleicht auch ein bisschen lost, die Gute. Die Lehrerin. Aber das ist natürlich umso besser für dich, wenn sie es nicht checkt. Kannst du einen Teppich machen? Ja, kann ich machen. Werde ich auch machen. Ja, Teppich mache ich auf jeden Fall noch. Ja, dann mache ich das mal kurz. Die Frage ist, wie ich das mache. Ja, ich nehme einfach mal ein Plane. Und jetzt. Jawohl. Ich nehme doch kein Plan.
Ich nehme gleich was anderes. Ich bin gespannt auf morgen. Wir bekommen eine neue Mitschülerin. Oha. Nice. Das ist natürlich immer spannend, wenn jemand Neues kommt. Ja, aber nur bei den Armen, da bei den Händen. Ach so. Ja. Ja, dann mache ich das noch kürzer, denke ich. Das ist ein guter Vorschlag, denke ich. Okay. Dann mache ich jetzt noch kurz einen Teppich. Also, Circle. Ups, Alter. Und zwar soll der in so einer Blumenform sein. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wie ich das mache am besten. Vielleicht, wenn ich das extrude. Oh Gott. Ich bin ja wirklich völlig lost schon. Nee, das mache ich nicht so. Das mache ich anders. Kann das ein Kuhteppich sein? Leider nicht, leider nicht. Ich habe quasi so Vorgaben, was da rein soll. Das wird so ein pinker Blumenteppich. Kuhteppich kann ich nächstes Mal vielleicht ins Zimmer dann machen. Genau. Ach, ich mache den Teppich später. Ich habe doch nicht gerade so Lust auf den Teppich. Ich mach so einen Sessel. So einen aufblasbaren Sessel mache ich. Biker TV, Servus. Hi, was geht, was geht? Wie geht's? Du musst, glaube ich, einfach nur ein Ressource-Pack öffnen, dann Villager suchen. Dann müsstest du aber noch die Animation machen. Weiß ich nicht, ob das so geht. Also, weiß nicht. Also, dass das Rig funktioniert und so, das kann ich mir nicht so vorstellen, dass das so einfach ist. Kannst du eine PS2 in deinen Raum setzen? Musst du nicht. Also, in den hier kann ich es nicht, aber wenn ich das nächste Mal einen Raum oder so mache, dann kann ich das machen. Aber in denen hier muss ich quasi die Sachen machen, die der Kunde vorgibt, sozusagen. Genau, aber ansonsten ist das eine nice Idee an sich. So. Hier mache ich Lukas hin. Zack. Und jetzt mache ich Subdivision Surface und nochmal mehr Loop Cuts. Das ist einfach so ein bisschen so ein weicher Sessel wird. Hä? Ach so, ja doch. So ungefähr. Der ist, glaube ich, viel zu schmal. Das ändere ich noch. Zack. Zack. Und hier noch. So. So halt so ein aufblasbarer Sessel, wenn ich mach mal kurz eine Cloth Simulation, das wird safe schief gehen, aber ich will es kurz probieren. Florian Binder, hi, komm von TikTok, servus, willkommen. Willkommen im Stream. Ich modelliere einen 3D-isometrischen Raum. Hey, was geht? Hallo, bin wieder da. Ah, servus. Servus, servus, willkommen zurück. Ich hab, glaub ich, gesagt. Gamer Tom, was meinst du? Ach so, ich habe glaube ich gesagt. Ach so, ja, das stimmt. Du hast glaube ich, ja, war ein guter Guess, hätte sein können. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich da nur aus. Das müsste man mal nachschauen. Ups, hoppla, ist runtergefallen, weil ich auf Frame 11 bin. Ich wollte eigentlich nur mit Pressure kurz probieren, ob der sich so aufpustet. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Obwohl, es ist okay. Ich mache mal kurz Schwerkraft aus. Die nervt nämlich.
Auch hier keiner. Null. Lydia schreibt: Ich habe gestern Geburtstag gefeiert und alle meine Freunde haben abgesagt. Selber eine meiner absolut besten Freundinnen. Sie meinte, sie hält ihre Worte, dass sie nicht kommt. Meine Mutter ist auch nicht gekommen. Oha. Oha, wie krass. Also alles Gute nachträglich erstmal. Weil wahrscheinlich hattest du ja dann bald vor kurzem Geburtstag. Oha, voll asozial. Deine Mutter ist auch nicht gekommen. Oha, Mann, voll viel. Es tut mir voll leid. Wohnt die nicht bei dir zu Hause oder wie? Oder ich check's nicht ganz. Aber mies auf jeden Fall. Das ist natürlich ziemlich dreist von den Freunden. Das ist nicht so korrekt. Ja, hoffentlich findest du noch paar nicere Freunde. Vielleicht. Okay, bei Muss Off. Ich setze mich morgen mal an ein Tutorial von dir an. Gamertom, alles klar. Schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Viel Spaß hier. Hau rein. Aroma schreibt Lydia, alles Gute nachträglich. Korrekt, die Leute hier im Chat. Bye, Tom. Hau rein. The Mega Brawl. Weißt du vielleicht, wie man sich ohne diese Sachen, die man sich in Minecraft kaufen kann und so ein Skin macht? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung von Minecraft Skins. Ich weiß nicht, wie man sich ein Skin macht. Müsste ich mal schauen. Genau. Leo schreibt auch, alles Gute. Doch, aber meine Mutter mag die Freundin meines Vaters nicht. Und deswegen ist sie nicht gekommen. Aber die Freundin ist nicht gekommen. Hatte anscheinend zum tausendsten Mal Bauchschmerzen. Ja, gut, vielleicht hat sie wirklich Bauchschmerzen, aber ich glaube es auch eher nicht. Ja, das ist natürlich nicht so nice. Und, ach so, okay, dein Vater hat, also deine Eltern sind getrennt und eine Freundin, die deine Mutter nicht mag. Ah ja, schwierig, schwierig. Ja, kenne ich so Probleme. Natürlich ärgerlich, ja. Das ist blöd. Okay. Jetzt ganz kurz bei dem Sessel. Oh. Ich glaube, vielleicht brauche ich doch Schwerkraft, oder? Nee. Es funktioniert sogar so halb, wie ich mir das vorstelle. Oh, stopp. Den Frame nehme ich. Perfekt. Besser als ich gedacht hätte. Oh. Bex hat abonniert. Vielen Dank. Willkommen. Danke für den Support. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Bags. Alles Gute nachträglich, Lidl. Dieser Spitzname ist einfach zu wild. Mach die Sitzfläche vom Stuhl vielleicht mal ein bisschen tiefer. Außer dein Kunde will das so. Ja, das wäre eine Idee. Auf dem Referenzbild ist es auch relativ hoch. Das ist alles ein bisschen runder da, aber das soll halt so ein aufblasbarer Sitzsack sein quasi. Aber, ja, wahrscheinlich könnte ich es echt ein bisschen niedriger machen. Aber ich habe gerade nicht so Lust. Ich lasse es erstmal so. Ich ändere es später vielleicht noch. Ich mache die Roughness runter. Das sieht auch interessant aus. Und die Transmission hoch, das soll nämlich durchsichtig werden und den mache ich so hellblau. So ungefähr. Warum? Ach so, weil ich die Sachen wahrscheinlich nicht geplied habe, sieht es sehr komisch aus. Okay, es sieht auch so. Ich gehe mal kurz in Cycles. Ja, okay. Da sieht es ungefähr so aus, wie ich mir gedacht habe.
Genau. Tausender Batzen. Was geht's? Bin gerade von TikTok rübergekommen. Servus, willkommen, willkommen. Wie geht's? Wie steht's? So. Ich mach die Roughness ein bisschen höher noch. Alles ein bisschen zu glatt. So ungefähr. Okay, und den stelle ich mal. Ich drehe den mal um 180 Grad. Und der muss auch größer, fällt mir gerade auf. Der ist viel zu klein. Und so. Okay, perfekt. Genau. Genau. Okay. Perfekt. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Anfang, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich gehe dann auch so langsam mal off. Aber es war auf jeden Fall ein nice Stream. Ich denke, ich werde öfter streamen in nächster Zeit. Also werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Joel20 schreibt, ich finde dein Blender-Tutorial, in welchem du ein Zimmer machst, top. Hab davor nie gute Tutorials gefunden. Oha, vielen Dank. War korrekt von dir. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, dass es halbwegs verständlich ist, das Ganze. Obscure Studio schreibt, an Mann für Spenden. Ach so, wolltest du schreiben, kann man spenden? Oder was wolltest du schreiben? Also muss man nicht, also falls du das meinst, nett, dass du fragst. Also es gibt einen Spendenlink in der Beschreibung. Wenn man da spenden möchte, dann kann man das machen. Auf jeden Fall, aber es ist kein Muss auf jeden Fall. Also, genau. Aber das kann man theoretisch. Genau. Und genau, Lydia schreibt gute Nacht. Gute Nacht. Bye. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Jo. Genau. Man sieht sich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kann man für spenden? Also kann man spenden, meinst du, denke ich mal. Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Also kann man theoretisch, ja. Genau. Aber jetzt gehe ich erstmal auf. Okay, also bis dann. Ciao, ciao.